Wir verwenden Metalle auf vielfältigste Weise. Doch die wenigsten kommen in der Natur rein oder gediegen vor. Die meisten Metalle findet man in Verbindung mit Sauerstoff, Schwefel, Chlor und anderen Elementen. Viele dieser Metallverbindungen konzentrieren sich als Erze in ober- oder unterirdischen Lagerstätten. Mit viel Glück kann man in manchen Erzgängen auch gediegene Metalle und sehr schöne Kristalle entdecken. Dieser Film zeigt, wie aus verschiedenen Erzen reine Metalle gewonnen werden und erläutert die dabei genutzten chemischen Reaktionen. Wie andere Elemente können auch Metalle entsprechend ihrer Reaktivität aufgelistet werden. Reaktivität bezeichnet die Stabilität, Reaktionsfreudigkeit oder Reaktionsfähigkeit eines Stoffes. Die wenigen Metalle, die in der Natur rein oder gediegen vorkommen, finden wir am Ende dieser Reaktivitätsliste. Es sind Gold, Silber und mit Einschränkungen auch Kupfer. Kalium mit seiner hohen Reaktivität steht ganz oben und das sehr beständige Edelmetall Gold ganz unten. Die folgenden Reaktionen mit Sauerstoff verdeutlichen die sehr verschiedene Reaktivität der Metalle. Je höher diese in der Liste stehen, umso heftiger ist die Reaktion. Eisen verrostet wesentlich langsamer zu Eisenoxid. Gold oxidiert selbst nach tausenden Jahren nicht und glänzt noch immer wie am Tag der Entdeckung. Kupfer oxidiert erst nach starkem Erhitzen zu schwarzem Kupferoxid. Die wichtigsten chemischen Reaktionen in der Metallgewinnung sind Oxidation und Reduktion. Wir betrachten diese Reaktionen etwas genauer und beginnen mit der Oxidation dieses Kupferstreifens. Ein Kupferatom besitzt zwei Elektronen in der Außen- oder Valenzschale, die leicht abgegeben werden können. Sauerstoff dagegen benötigt zwei Elektronen. Nach einem kurzen Hin und Her nimmt das Sauerstoffatom die beiden Kupferelektronen auf. Mit diesem Elektronenübergang gehen beide Atome eine Bindung ein und verändern sich zu elektrisch geladenen Ionen. Man sagt auch, Kupfer wurde oxidiert und Sauerstoff reduziert. Jede chemische Reaktion, bei der Atome Elektronen abgeben, ist eine Oxidation. Also nicht nur die Reaktion mit Sauerstoff. Das abgebende Atom ist der Elektronendonator und somit das Reduktionsmittel. Und umgekehrt ist jede chemische Reaktion, bei der Atome Elektronen aufnehmen, eine Reduktion. Dementsprechend ist das aufnehmende Atom der Elektronenakzeptor und folglich das Oxidationsmittel. Reduktion und Oxidation laufen immer gleichzeitig ab. Sie werden deshalb auch als Reduktions-Oxidationsreaktion oder kurz Redox-Reaktion bezeichnet. Der logische Weg, Metalle aus ihren Oxiden zu gewinnen, ist somit die Umkehrung der Oxidation, die Reduktion, die Rückführung von Elektronen zum Metallion. Sehen wir uns das in einem Experiment an.